Hey Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Pokémon Together. Und ich bin wieder direkt in Kampf reingelassen worden. Danke, Jan. Und gegen einen Magnetilo. Wahnsinn. Gut, wir könnten Metallklaue, Zertrümmerer oder wir wechseln. Was hätten wir denn? Kamaup. Ich wechsle auf Kamaup. Ah, okay, gut, wir können nicht wechseln. Schön! Dann werde ich auf jeden Fall, ich glaube, Stahl ist effektiv oder nicht effektiv auf Stahl? Superschall, na super. Mhm. Superschall ist super, toll. Ja komm, mach's. Triff dich selber, wetten? Nein, doch nicht. Ja, okay, nicht sehr effektiv. Dumm. Dann werde ich Zertrümmerer einsetzen, denn das ist eindeutig, macht mehr Schaden. Auch wenn kein Step dabei ist, wird es sich selbst verletzen. Yay, okay. Komm. Machst du es jetzt? Ja, okay, nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Oh Gott. Ich lass dich einfach mal in den beschissensten Kampf ever. Ja, ist okay, Stolonia. Du kannst auch gar nicht mehr angreifen lassen. Ich kann auch die ganze Folge hier gegen Magnetilo kämpfen, wenn ihr wollt. Also, boah, ey, ohne Witz. Wetten? Ja, genau. Es hat sich selbst verletzt. Sehr schön. Gut. Metallsound, natürlich. Nicht mehr verwirrt. Und es ist paralysiert. Ole, 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 ole. Das ist so gut, das ist so gut. Mein Stolonia wird... Ey. Ey, ich finde das jetzt echt nur noch lustig. Ohne Witz. Ich kann dazu jetzt auch gar nichts mehr sagen. Ich finde das echt nur noch dämlich. So, okay. Zertrümmerer. Komm, machst du es jetzt bitte kaputt? Schön. Dieses Magnetilo ist gestorben. Oh. Okay, Stolonia hält 285. Und es wird ein... Ey, bin ich gerade auf dem Fahrradweg oder was? Metallsound. Spezialverteidigung sinkt stark. Also um 2 Stufen, das heißt um... Ne, es waren keine 50%. Oder waren es schon 50% bei 2? Nein, war es nicht. Wäre dämlich. 50% wäre zu viel. Wow. Du hast Schaden gemacht, mein Freund. Okay. Gut. Sehr effektiv. Was kommt jetzt? Bitte. Lass es irgendwas Sinnvolles sein. Flummel. Mhm. Okay. Flummel ist Level 15. Hier macht aber Metallklaue mehr Sinn, da Metallklaue den Step kriegt und ich glaube, Schreck zurück. Alter, ey. Nein, ohne Witz, das kann nicht sein. Das ist absolut gerade nicht möglich. Ja, schön. Gut, mit Step müsste es mehr Schaden machen als... Ja, es hat ihn sofort gekillt. Mit Step müsste es mehr Schaden machen als Zertrümmerer. Und ich habe gewonnen. Wow, es hat ja auch nur 3 Minuten gedauert, gegen einen verkackten kleinen Misttrainer zu machen. Und wir sind in Malvenfroh, also rechts davon. Das heißt, wir müssten Surfer schon haben. Ja, dann muss ich mal ganz kurz schauen. Wir haben, glaube ich, nur ein Pokémon, was Surfer lernen kann. Schauen wir mal ganz kurz. Es müsste Morabel sein. Kannst du schon... Nein. Hallo. Ja, gut. Morabel kann Surfer. Sehr gut. Dann können wir uns ja jetzt gemütlich auf den Weg übers Meer machen. Und ja, Morabel benutzt Surfer. Hallo. Na? Hm, eine Profi-Angel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja. Hm, dann sind wir der gleichen Meinung. Hier, ich schenke dir diese Profi-Angel. Genau, hier ist die Profi-Angel. Die... packe ich mir gleich mal in die Tasche. Und wir kämpfen gegen unser Fernsehteam, wo uns Janja das letzte Mal so schön rausgelassen hat. Der Arsch. Einfach so und so. Ja, da, schau her. Ich erinnere mich an dich. Ich werde den ganzen Kampf mit der Kamera aufnehmen. Magnetilo. Das ist natürlich gut, Schwalboss. Und Stolonia. Ja, egal. Wir lassen das jetzt mal so.
Und Flügelschlag auf Krakelo. Gucken wir mal, ob das was... Wenn du jetzt wieder paralysiert bist, dann... zwing ich Jan, dich aus der Gruppe zu schmeißen. Vielen Dank. Und es macht kaum Schaden. Ich muss auswechseln, eindeutig. Ja, da merkt man dann doch das Level. Du wirst gegen Kamaup eingewechselt. Nein, es ist schon wieder... Das ist, wieso hat jedes Magnetilo Magnetfalle, verdammt? Mann! Okay, gut. Superschall. Geht daneben. Yay, yay, auch mal ein Gegner, der nichts trifft. Wie gut ist das? So. Gut, Zertrümmerer. Und, die Kämpfe können echt lange dauern. Wir machen einfach mal das gleiche nochmal. Schwalbos müsste jetzt Krakelo besiegt haben. Ja, kein Problem. Auf unseren Schwalbos ist Verlass. Im Gegensatz zu Stolunior. Stolunior ist ja auch Jans Pokémon. Klar, das ist dann... Warte mal, kann ich Schwalbos auswechseln? Ja, Schwalbos kann ich auswechseln, weil es kein Stahl-Pokémon ist. Von daher... Nein! Oh Mann! Gut, aber nach und nach... Langsam ernährt sich das Murmeltier. Glut draufhauen. Bitte triff, triff, bitte triff. Natürlich triffst du dich selbst. Gut, Stolunia hat dann wenigstens ein bisschen was Sinnvolles gemacht. Schwalbus, der Hund, kriegt auch noch was. Kamau bekommt auch noch ein bisschen was. Oh ja, alles im Kasten. Der Kampf, ganze Kampf ist auf Band. So. Enttäuscht, erinnerst du dich? Das hast du uns das letzte Mal nach einem Kampf gesagt. So, das vergesse ich nie. Was meinst du, dürfen wir dich nochmal interviewen? Nein. Okay, oh, aber gib nicht auf, wir werden dich weiter im Auge behalten. Danke. Und ein Angler. Ich bin ein Angler, aber auch ein Trainer. Ich ziehe die Pokémon auf, die ich gefangen habe. Das macht jeder Trainer. Wenn ich mich nicht irre. Okay. Gut, ein Kanivana. Okay. Dafür werde ich Kirlia einsetzen. Und jedes Pokémon hat, also fast jedes Pokémon hat irgendwelche Items. Was haben die denn bitte gegeben? Okay, Attacke von gegen daneben. Schockwelle könnte fast reichen. Wobei eigentlich Psychokinese? Ich habe Kirlia schon ewig nicht mehr eingesetzt. Boah, Schockwelle reicht. Sehr schön. Gut. Oh, noch eins. Okay. Ja, Konfusion, aber Schockwelle ist, glaube ich, in dem Fall besser. Nein, eine Unlichtattacke. Überleb, überleb, überleb. Nein, natürlich nicht. Schön. Hm. Dann. Boah. Sengo, komm. Du darfst auch mal was machen. Du setzt Stärke ein. Könnte bei deiner unmenschlichen Stärke einfach wirklich ausreichen. Rauhaut, genau. Rauhaut verletzt unsere Pokémon, wenn wir sie physisch angreifen. Von daher haben wir jetzt auch ein bisschen Schaden davon noch gekriegt. Aber okay. So. Was bist du? Ah ja, hier, Troy. Hi. Du bist der Trainer, den ich... Trainer, genau. Den ich in Fausthafen getroffen habe. Ich rede jetzt immer so. Oh, okay, du bist Sapphire. Ich erinnere mich. Sapphire. In dieser großen Welt gibt es viele verschiedene Arten von Pokémon mit vielen verschiedenen Elementklassen. Siehst du verschiedene Elementklassen auf oder nur Pokémon einer bestimmten Elementklasse? Was denkst du als Trainer darüber? Tut mir leid, ich bombardiere dich mit Fragen. Nun, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Werden wir sicherlich. Und hier oben? Haben wir jetzt schon einen Zerschneider? Natürlich nicht. So. Ist mir jetzt egal, ich lerne das jetzt irgendeinem von uns. Zerschneider wurde aktiviert. Ja, beibringen. Okay. Tut mir leid, Jan. Nein, eigentlich überhaupt nicht.
Du wirst 50, 90. Ja. Michelle ist total Dreck. Aber Bodycheck benutzen wir auch nicht. Ja, nehmen wir Bodycheck weg. Und schwupp, Stolunio hat Bodycheck vergessen und er lernt Zerschneider. So. So, jetzt haben wir endlich einen Zerschneider, der hier unsere Büsche weghacken kann, damit wir hier Samen, die Zitrobeeren kriegen. Zitrobeeren? Warum auch immer ich sie so langsam ausgesprochen habe. So, nehmen wir die auch noch mit. Und die Folge ist schon mit 11 Minuten fast zu Ende. Ach du gute Güte. Okay, gehen wir hier durchs Gras. Ich gehe jetzt erst rechts. Vogel-Pokémon, die elegant durch die Lüfte fliegen, sind die besten. Ich liebe den Anfang. La la la. Wingull und Stolunio. Ich muss Stolunio vom Anfang rausholen. Metallklaue, komm. Das will ich auch hoffen, dass die daneben geht. Mit Step müsste es... Ah ja, stimmt, Wasser. Oh, ich bin so doof. Komm. Schwalbos, du packst es. Warum hat jedes Pokémon irgendwelche Items? Weißnebel, interessant. Okay. Gegner wird im Weißnebel gehüllt. Flügelschlag, ich weiß, ist nicht so effektiv, aber... Gut, es ist effektiv. Also, ja, effektiv ist es nicht. Ich dachte jetzt eigentlich, Flügelschlag würde es nicht töten. Aber okay, gut. So. Was ist hier? Okay. Hallo, ihr zwei. Oh, hier unten ist ein Item. Das wollte ich mir schon. Sapphire hat Hyperball gefunden. Und ihr seid doch bestimmt Trainer. Hallo Trainer. Hallo Trainer. Ich hoffe, dein Pokémon fängt nicht an zu weinen, wenn sie verlieren. Ein epischer Doppelkampf. Von Zwillingen Lea und Grit. Papinella und Pudox. Ja, Pudox war mir dann doch lieber als Stolunia inzwischen. Ja, bleiben wir bei Metallklaue. Der Step bringt es dann doch. So, Pudox müsste eigentlich... Pudox wird nicht down gehen, weil es schützt sich natürlich selbst. Warum auch nicht? Ich hasse Schutzschild und Scanner aller Art, wirklich. Und es ist paralysiert. Warum auch nicht? Komm. Gut, Pudox müsste nicht erledigt sein. WTF, warum? Na gut, Mondschein. Es heilt sich natürlich. Oh, wieso dauern die... Die Folge heißt die endlosen Kämpfe. Ohne Witz. Wirbelwind! Warum? Okay, Stärke auf Pudox muss aber auch reichen. Sengo ist mega immer stark. So. Schwalbos, ja, endlich. Level 26. Schön. Ja, du kannst dich ruhig heilen. Kein Problem. Und du bist... Ohne Witz, war der jetzt 3 Runden lang hintereinander paralysiert. Und hat einfach mal nichts gemacht und kriegt trotzdem Erfahrungspunkte. Ich hasse Stolunio. Ja, gut. Die sind weg. Oh, oh, wir haben verloren. So, erstmal. Das einzige Sinnvolle an Stolunio ist wirklich Zerschneider. Und Zertrümmerer. Aber... Naja, egal. Gut, Kamau, du hast heute mir zu wenig gemacht, deswegen kommst du nach vorne. Hi. Man sagt, dass gute Zeiten auch mit guten Aromen erfüllt sind. Und ich habe nur noch 1 Minute. Wie viel Pokémon hat sie? 3. Oh, das wird wahrscheinlich nichts werden. Knilz. Oh, vielleicht doch. Glut. Komm, mach's platt. Mega Sauger. Nein, es wird nichts. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall schon mal verabschieden und werde den Kampf jetzt noch kurz... Okay, die Item... Das ist die Beere wahrscheinlich. Sinnelbeere, okay.
Gut. Noch 30 Sekunden. Leute, ich beende hier schon mal die Folge. Nächster Part geht bei Chris weiter und Egelsamen auch noch, na super. Der wird dann hier diese Trainerin besiegen und hoffentlich auch noch, ich glaube oben waren Pflanzen, die er hoffentlich nicht übersieht und vielleicht auch mal ins Haus geht. Nicht, dass er denkt, ich war da schon drin. Gut. Wie gesagt, nächster Part bei Zui und dann sehen wir uns dann in 3 Folgen wieder. Bis dann. Ciao.